Wenn es um Frauen im Schatten großer Männer geht, um Frauen, deren wissenschaftliche Karriere an Männern scheiterte, um Frauen, die Moral über Erfolg stellen, dann muss oft sie als Prototyp herhalten. Clara Immer war Chemikerin und Frau des Nobelpreisträgers Fritz Haber. Von den Biografen, auch von denen ihres Mannes, wird meist ihr Geburtsname verwendet. Und so erinnert auch unser Kalenderblatt heute an den 150. Geburtstag von Clara Immer war. Conny Wolter und Hartmut Schade erinnern an sie. Es war stets meine Auffassung vom Leben, dass es nur dann wert gewesen sei, gelebt worden zu sein, wenn man alle Fähigkeiten zur Höhe entwickelt und möglichst alles durchlebt hat, was ein Menschenleben an Erlebnissen bieten kann. 29 Jahre alt ist Clara Immerwahr, als sie dies an ihren Doktorvater Richard Abeck schreibt und hat schon einiges durchlebt. Ein Studium durchgesetzt, als das Frauen in Deutschland noch gar nicht gestattet ist. Sie promoviert sogar in Chemie, publiziert in Fachzeitschriften, reicht ein Patent ein und arbeitet an der Bergakademie Clausthal als Chemikerin, bis sie 1901 ihre Jugendliebe Fritz Haber heiratet und sich den Konventionen fügt. Clara Immerwahr wird Hausfrau und Mutter und unglücklich. Was Fritz in diesen 8 Jahren seit der Eheschließung gewonnen hat, das und noch mehr, habe ich verloren. Und was von mir eben übrig ist, erfüllt mich mit der tiefsten Unzufriedenheit. Die Arbeit im Labor, der intellektuelle wissenschaftliche Austausch fehlen ihr. In Briefen an Richard Abeck diskutiert sie seitenlang chemische Probleme, misstrauisch beäugt von ihrem Mann Fritz Haber, einem genialen Chemiker und rücksichtslosen Egomanen. Neben dem einfach jede Natur, die nicht noch rücksichtsloser sich durchsetzt, zugrunde geht. Und das ist bei mir der Fall. Auch als Hausfrau will Clara Immerwahr perfekt sein. Trotz standesgemäßer Dienerschaft steht sie selbst in der Küche, kauft selber ein. Repräsentation ist ihr unwichtig. Sehr zum Ärger ihres Mannes, wie dessen Mitarbeiter registrieren. Sie kleidete sich in härener Wolle und hatte dauernd eine Schürze um. Sie hatte keinen Sinn für das, was einem Mann gefällt. Frau Haber war ein Hausmütterchen. Dass Clara nicht freiwillig das Labor mit der Küche vertauscht hat, kommt den Herren nicht in den Sinn. Auch nicht, dass Vorträge über Chemie in der Küche für Deutschlands erste Chemikerin wenig inspirierend sind, zumal das Honorar nur die Hälfte dessen beträgt, was ein Mann bekommt. Zutreffend dürfte indes die Beobachtung sein: Die Zermürbungen und Schwierigkeiten zwischen den Eheleuten waren nicht kleinlicher Art, sie waren grundsätzlich. Als Kaiser Wilhelm nur noch Deutsche kennt und den Krieg vom Zaun bricht, ist auch Professor Haber zur Stelle. Als Initiator und Organisator des ersten Giftgasangriffes der Kriegsgeschichte. Zum Hauptmann befördert, kommt er Ende April nach Hause. In der Nacht vom 1. auf den 2. Mai 1915 erschießt sich Clara Immerwahr mit dem Revolver ihres Mannes. Aus Protest gegen dessen Giftgaspläne, wie einige Biografen behaupten, weil sie einsieht, dass sie an der Seite Habers kein erfülltes Leben führen kann? Belegen lässt sich keine Sicht. Die Abschiedsbriefe Clara Immerwahrs sind verschwunden. Es war in jedem Fall nicht das Leben, das sie sich erträumt hatte. Ich frage mich, ob nicht vieles an mir, was zum Teufel geht, mehr wert ist wie die bedeutendste Theorie der Elektronenlehre.